Guten Morgen. Heute der vierte und letzte Teil, glaube ich zumindest, von meinen Erfahrungen vom Rainbow. Heute geht es darum, dass ich das Thema Minimalismus, was mich ja immer auch begleitet hat, zumindest namentlich, seit ich ja, mit Hannah sozusagen zusammen gewesen bin und ich dadurch auch noch ein Stück weiter dafür sensibilisiert wurde und das Gefühl, was ich in den letzten Jahren schon hatte, indem ich immer weiter reduziert habe, ja auch einen Namen gegeben habe, wie wir das ja so mögen in unserem Alltag. Ja, und beim Rainbow war es halt tatsächlich dann auch wieder so, dass man so darüber nachgedacht hat, was braucht man denn wirklich? Und ich kann sagen, beim Rainbow ging es ja darum, die Grundbedürfnisse zu stillen, das heißt, dass man was zu essen hatte, dass man sicher vor den Naturgewalten quasi ja, irgendwo schlafen kann, ja, und dass man so ein Grundmaß an Hygiene für sich hat. Und das ist das, was man tatsächlich auch wirklich braucht. Aber in unserem Alltag sind diese Dinge auch wieder mit sehr, sehr vielen ja, Dingen verbunden, die wir so vielleicht gar nicht brauchen. Und da möchte ich euch heute einfach ein bisschen inspirieren, ein bisschen von meinen Erfahrungen vom Rainbow berichten, vielleicht euch anregen, darüber nachzudenken, ob ihr in eurem Alltag, also in der Wohnung, ja, wirklich die Dinge alle benötigt, die ihr habt. Und ja, und dann vielleicht am Ende in den Kommentaren uns auch ein bisschen austauschen. Ja, das erste Thema ist das Essen im Allgemeinen. Wenn man an Essen denkt und wenn man zu Hause Essen praktiziert, dann hat man natürlich Geschirr. Dann hat man Schüsseln, dann hat man Teller, dann hat man Besteck und so weiter. Aber was braucht man denn wirklich? Beim Rainbow war es so, dass ich eine Schüssel und einen Löffel hatte. Und mit einer Schüssel und einem Löffel kommst du erstaunlich weit. Du kannst quasi jedes Gericht in eine Schüssel tun. Jedes Gericht. Und du kannst auch jedes Gericht mit einem Löffel essen. Und also der eine mag vielleicht jetzt sagen, ja, so einen langen Spargel mit einem Löffel essen, das geht nicht. Ja doch, es geht schon. Wenn man den genau in der Mitte hochhebt, dann kann man den so essen. Man kann ihn auch mit den Fingern essen. Das sind ja unsere natürlichen Werkzeuge, die haben wir ja immer zur Verfügung. Aber so ein Löffel ist vollkommen ausreichend. Und ja, jede Form von Soßen und Suppen ja sowieso. Und eine so eine Schüssel und ein Löffel reicht eigentlich vollkommen aus. Und ich habe nie etwas vermisst in irgendeiner Form an Besteck. Und ich habe mir überlegt, jetzt zu Hause nur einen Löffel und eine Schüssel zu haben, da könnte ich noch richtig viel in meinem Schrank aussortieren. Aber man trennt sich ja so ungern von den Dingen, von irgendwelchen besonderen Tellern oder Lieblingsschüsseln. Man könnte ja auch Gäste bekommen. Das ist sicherlich alles auch irgendwo wahr und das muss für sich jeder selber entscheiden, wie weit er darunter gehen kann. Aber letztlich braucht dann wirklich nur eine Schüssel und einen Löffel. Und den Löffel kann man sogar selbst schnitzen. Das habe ich nämlich gelernt, auch beim Rainbow. Eine schöne Sache im Übrigen. Das heißt, man muss oftmals gar keinen Löffel mitnehmen, sondern einfach ein Taschenmesser mitnehmen und dann kann man sich einen Löffel schnitzen. Und so eine Schüssel, das kriegt man aus der Natur meistens auch irgendwie auch noch hin. Aber wir gehen ja davon, wir reden ja heute von unserem Haushalt und da müssen wir uns nicht jeden Tag einen Löffel schnitzen. Aber wie gesagt, für mich Löffel und Schüssel reicht eigentlich vollkommen aus. Weiß nicht, wie ihr das seht, könntet ihr mit Löffel und Schüssel in eurem Alltag überleben? Fragt euch das mal. Da sind wir übrigens beim nächsten. Ein Taschenmesser ist echt extrem nützlich. Hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun mit Haushaltsgeräte oder irgendwas im Alltag, aber mir fällt das gerade ein, so ein Taschenmesser ist auch so ein Universaltalent. Danke dann nochmal an denjenigen, der mir das Taschenmesser gesponsert hat. Ich habe das ja geschenkt bekommen von einem von euch, weil derjenige mich nicht mit meinem Werbegeschenk losziehen lassen wollte bei der Wanderung damals. Und dieses Taschenmesser hat mir echt richtig gute Dienste bisher geleistet. Ich verlinke euch das auch nochmal unten, welches ich da habe. Das scheint so das Standard-Taschenmesser zu sein. Ich hatte bei Rainbow jemanden kennengelernt, der dasselbe Taschenmesser hatte und er hat auch gesagt, er ist da schon jahrelang zufrieden damit und das ist einfach so das beste Taschenmesser zu einem relativ geringen Preis, was man kaufen kann. Und ja, so ein Taschenmesser, Universaltalent für Wanderung allerdings und Rainbow und was auch immer, ja, für Minimalismus so ein Messer. Gerade so ein Messer, wenn man doch mal was schneidet oder sowas, eigentlich immer eine gute Sache.
Da fällt mir also ein, also ja, wenn ich so eine Melone schneide, nur mit einem Löffel, das ginge sicherlich auch, aber so ein Taschenmesser, das braucht's noch. Also Taschenmesser kommt noch dazu. Kommen wir zur Hygiene, zur Reinigung des Körpers. Also, wir hatten ja das Glück, dass wir in den Bergen quasi ja, frisches Wasser, frisches Quellwasser die ganze Zeit hatten. Und wir haben da in so einem, ja, war so ein kleiner Wasserfall und so ein kleines Becken und da konnten wir jeden Tag uns waschen. Und eigentlich braucht es da gar nichts. Da braucht es die Hände, da braucht es das Wasser. Das reicht eigentlich. Was natürlich schön ist, und da bin ich konditioniert, ich weiß nicht wie euch das geht, aber so ein angenehmer Geruch, so ein ätherisches Öl, wenn man dann nach Pfefferminze riecht, das ist schon eine schöne Sache. Und wenn wir gerade zu Hause im Alltag sind, man braucht es wahrscheinlich nicht wirklich. Und zum Beispiel Hannah und auch andere Menschen die ich kenne, die verzichten komplett auf irgendwelche Seifen oder sonst irgendwas. Ich mag den Geruch. Und aber da, wenn wir dann den Weg zum Minimalismus gehen und ja, darüber sprechen, über vielleicht irgendwelche Zwischenlösungen, da gibt es ein Produkt, das habe ich vom Dennis im Wald bekommen. Da war ich mal in Euskirchen zum Potluck und das nennt sich 18 in 1 Dr. Schlag mich tot, keine Ahnung wie das hieß, aber ich verlinke es euch auch unten. Das ist ein Produkt, da brauchst du nur einen Tropfen, das verreibst du, das ist so ein Pfefferminz-ätherisches Öl mit ein paar Zusätzen und ja, das kannst du dann halt für verschiedene Sachen nehmen. Das kannst du zum Zähneputzen nehmen, das kannst du für deine Körperhygiene nehmen, das kannst du zum Haarewaschen nehmen, das kannst du zum, wahrscheinlich zum Schuhputzen nehmen, das kannst du zum, kannst du alles damit machen und deswegen heißt das 18 in 1. Aber halt schon Haarewaschen, Zähneputzen, Körperhygiene und so weiter, das ist wirklich ein richtig gutes Produkt und eigentlich braucht es nicht mehr als dieses eine und nicht mal das, aber da muss ich sagen für mich persönlich, ich liebe das einfach gut zu riechen und auch so eine Frische an mir zu haben, aber theoretisch braucht es eigentlich gar nichts im Bad, was die Körperhygiene angeht, das habe ich zumindest beim Rainbow festgestellt, dass frisches klares Wasser vollkommen ausreicht. Und da sind wir schon beim Wäschewaschen. Wenn man Wäsche, auch wenn sie hoch verschmutzt ist, sag ich mal, mit und riecht nach Schweiß und so weiter, wenn man das einfach so in klares fließendes Wasser hält für 5 Minuten und dann trocknen lässt, das riecht sogar gut. Das riecht sogar irgendwie gut. Ich weiß nicht, wer das kommt, also in dem Bergbach der Duft, aber das riecht wirklich richtig, richtig gut. Und ja, also von daher Waschmittel braucht es eigentlich gar keins. Ach so, da kann man natürlich auch das 18 in 1 nehmen. Das ist nämlich zeitgleich auch Waschmittel. Ja, also ja, ja, weiß nicht, wie ihr das seht. Also mit dem, dass da vielleicht Sachen irgendwie besonders gereinigt werden müssen und dass da irgendwas rausgeholt werden muss und dass das eklig ist. Ich weiß ja, einige von euch, die haben ja ein Problem mit so, wenn es nicht ganz steril ist. Ich kenne das ja immer wieder aus den Kommentaren. Die sagen, okay, Waschmittel muss sein, weil dann vielleicht irgendwas abgetötet wird. Keine Ahnung. Aber aus meiner Erfahrung beim Rainbow braucht es überhaupt kein Waschmittel. Kommen wir zum Schlafen. Ich habe ja schon vor einem Jahr angefangen, also in Vorbereitung meiner Wanderung, dass ich das Schlafen für mich neu entdeckt habe. Ich habe ja ganz normal wie jeder von oder fast jeder von uns auf einem Bett, einem hochwertigen Lattenrost, das ist ja ganz wichtig, ein hochwertiger Lattenrost, wird uns ja so gesagt, und eine hochwertige Matratze natürlich auch gut wichtig für unseren Rücken, alles hochwertig, Bett, Lattenrost, Matratze, geschlafen und dann Angst gehabt, dass ich nicht die Deutschlandwanderung machen konnte. Und so, ich habe mich dann Stück für Stück minimalisiert, schlafe jetzt hier zu Hause mittlerweile einfach nur noch unten auf so einer dünne Carpock-Matratze, hab dank Alex, auch meinem Zuschauer, jetzt auch eine Buchweizenkernmatratze, die noch ein Stück härter ist und noch ein Stück dünner ist. Und ich kann nur sagen, geht nicht viel besser für den Rücken. Ich habe eine wirklich Rückenbeschwerden seit ich ungefähr 11-12 bin. Ich war im Bandscheibenvorfall und konnte fast, ja, eigentlich 15 Jahre nicht durchschlafen, bis ich dann ein Setting gefunden habe mit einer sehr, sehr harten Matratze und einem guten Lattenrost und so weiter. Mittlerweile schlafe ich wie ein Engel und das einfach nur auf einer durchaus preiswerten, ja, Carpock-Matratze, also eine ganz dünnen,
und recht festen, einfachen Matratze, die auf dem Boden liegt, die man schön noch zusammenklappen kann. Da nimmt sie keinen Platz weg, auch zu einer kleinen Couch. Ja, verlinke auch unten. Und ja, also, und das habe ich auch gemerkt beim Rainbow. Ich habe da einfach auf so einer dünnen Isomatte geschlafen. Das ist Zentimeter mit Luft gefüllt. Ja, darunter noch eine Isolierschicht, eine Wärme, dass also die Wärme ein bisschen gehalten wird. Und das reicht vollkommen aus. Ne? Dann ist das Schlaf. Und also, ich kann es natürlich nachvollziehen. Ne? So ein schönes Bett sieht vielleicht irgendwie schön aus, aber in mir sträubt sich irgendwie derzeit alles, jemals wieder ein Bett zu haben. Es ist so, du hast einen Boden und einfach was hin, wo du drauf schläfst. Das fühlt sich einfach an, das fühlt sich irgendwie richtig an, das fühlt sich normal an. Und irgendwie so ein Bett und dann noch so ein Lattenrost, eine Matratze, was du wieder erneuern musst. Dann viele haben Allergie gegen Hausstaubmilben, wissen es gar nicht, ne? Weil sich ja da auch ganz schön was verfängt. So, und so eine Carbock-Matratze ist halt ja milbenfrei, genauso wie die Buchweizenkernmatratze. Und natürlich gibt es auch wieder Produkte oder manche tun das in Plastik dann einwickeln, dann haben sie nämlich auch keine Hausstaubmilben und so weiter. Aber ja, für mich das Einfachste und ausgehend vom Rainbow natürlich auch wieder so eine Sache, die ich in den Alltag von vielen gerne tragen würde. Überdenkt mal, ob ihr wirklich dieses ganze Equipment mit Bett und so weiter braucht. Also mir hat das extrem geholfen, ja einfach flexibler auch zu sein im Alltag. Wenn ich mal bei jemandem irgendwie übernachte und er sagt, boah, ich habe kein Bett, ich habe keine Couch, egal, ich nehme Boden. Also vielleicht noch idealerweise zurzeit noch irgendwie ein paar vielleicht ein Pullover drunter oder eine Decke, das nicht ganz so hart ist. Aber mittlerweile könnte ich, glaube ich, auch auf dem puren Boden schlafen. Das ist halt kein Thema. Das wäre natürlich sicherlich nicht ganz so komfortabel, wie wenn eine dünne Matratze ist oder irgendwie ein Stück Stoff. Aber gehen würde das sicherlich mit der Zeit. Und vielleicht führt der Weg auch dahin, keine Ahnung. Ja, also das wäre das Schlafen. Und ansonsten natürlich noch das Thema Laufen und Schuhe. Ich hatte natürlich leider jetzt beim Rainbow ein bisschen das Problem, dass ich mir ja in den Fuß gehackt habe und dadurch ja da die Wunde sozusagen nicht die ganze Zeit mit dem Boden in Kontakt haben wollte, den Kontakt dann haben wollte, und deswegen bin ich nicht barfuß gelaufen. Aber generell, ja, wenn ihr darauf verzichtet, Schuhe zu kaufen, dann ich verlinke einfach mein Barfußvideo. Es macht's einfacher. Ich verlinke euch einfach mein Barfußvideo. Das kommt am Ende. Könnt ihr einfach draufklicken. Einfach ja Gründe, warum ihr barfuß gehen solltet. Also das ist für mich auch so eine Sache. Seit die in mein Leben gekommen ist. Es fühlt sich alles viel, viel toller an. Du gibst nicht so viel Geld aus. Es ist viel, viel gesünder. Du setzt dich auch bewusster mit deinem Laufen auseinander. Und ja, einfach, du fühlst dich einfach verbunden mit der Natur. Ja, das sind so die grundsätzlichen Dinge, die ich so festgestellt habe. Natürlich, bei den Sachen merkst du natürlich auch, wenn du jetzt so irgendwo bei dem Rainbow bist, du brauchst ein Equipment, wenn es kalt ist, wenn es warm ist. Aber ich verstehe das natürlich, dass viele sich auch durch ihre Sachen ausdrücken und mal ein bisschen fancy aussehen wollen. Und ja, wir sind alle nicht davor geschützt. Und es geht mir genauso. Ich auch gerne mal, dass ich mich schön irgendwie anziehe oder passend zu einem Event anziehe. Da, ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das so unbedingt zu 100% komplett dann wegdrücken möchte. Ich habe mittlerweile meinen Kleiderschrank auf 3 Fächer reduziert und ja, bin da eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich natürlich merke, einige Sachen habe ich seitdem ich reduziert habe auch noch gar nicht angezogen. Die könnten sicherlich auch noch weg. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte euch nur so meine Gedanken zu diesem Thema Minimalismus in Verbindung mit meinen Erfahrungen beim Rainbow und Übertragung in den Alltag mitteilen. Und würde mich freuen, wenn wir in den Kommentaren uns ein bisschen so austauschen, ja, wie ihr das Thema seht und was ihr vielleicht auch für Erfahrungen gemacht habt in euren vergangenen Jahren, wo ihr euch auch mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt habt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.